Kommen zu einer neuen Tour hier am frühen Morgen. Wir haben jetzt 8.30 Uhr. Für manche ist das sehr früh, für mich ist es eher schon spät. Ich hätte eigentlich auch schon um 6 losfahren können. Jetzt steht die Sonne aber schon ein bisschen höher. Und ich bin immer noch mit meinem Leihrad unterwegs. Mit dem SLT. Das glitzert schön in der Sonne. Ich habe gestern Abend noch ein kleines Upgrade vorgenommen, weil die Bremse vorne irgendwie tot war. Habe ich meine XT-Bremse dran gebaut mit meinem Laufrad. Gut, dass das alles passt. Hinten habe ich es gelassen. Habe ich hier Magura und hier Shimano. Machen wir es heute ein bisschen anders. Und dann fahren wir da immer eine Tour. Aber ich wollte ja Trails immer öfters fahren. Das heißt, machen wir das jetzt ein bisschen Trailpark-mäßig. Wir fahren immer Trails runter, dieselben drei Stück. Und fahren sie. Nein, ja doch, fahren dieselben drei Trails im Grunde hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und über Forstweg halt hoch. Ja, gerade von dem Thema Zugspitzarena, wo wir in 3, 4 Wochen sein werden. Und da wir ja ein paar Langschläfer in unserer Gruppe haben, kam es dann, oder mir gerade so die Idee, können wir eigentlich vom Frühstück und schon mal aufs Bike schwingen und so wie jetzt hier nochmal irgendwo im Berghof fahren und dann runterballern. Soll so wach werden. Ist eigentlich eine geile Idee. Und vielleicht mal wieder so einen Sonnenaufgang gedönst uns anzugucken. Aber ich muss erstmal bis dahin ein bisschen fitter werden. Ey, wir sind jetzt hier 1,3 Kilometer den Berg hochgefahren und ich bin fertig. Das ist mal wieder so diese klassische Sonntagsmorgensrunde, wo wenig los ist. Man hat die Trails für sich, das Wetter ist noch kühl im Sommer und man hat einfach Bock drauf und es macht einfach eine Menge Fun. Und eine kleine Gruppe ist natürlich auch Boah, wieder von ich will, Vorteil. dass das Da hier hat mal nicht am jeder alle 5 Trockenen Sekunden gefahren irgendein Problemchen. Ich habe nicht genug Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit ist mir zu hoch. Das muss auch mal sein. Einfach nur just for fun Fahrradfahren. Um so die Gedanken vom Alltag und vom kommenden Montag einfach zu vergessen und einfach sich, die Natur und das Fahrrad genießen. Okay, das Fahrrad vielleicht nicht so, weil das klappert. Es klappert sehr stark, aber das ist ja normal. Ob das jetzt an Cube liegt oder weil Cube diese schrottige Halterung, die Bosch vorgibt, verbaut. Ich weiß es nicht. Das Schloss ist auf jeden Fall ein Problem. Und der Motor auch. Und der Motor auch. Und das Bremsschaltwerk, was keine Kupplung hat zum Festsperren. Warum? Naja, diese Kombination aus allem erzeugt dieses schöne Ach, geil. Geräusch Guten beim Morgen. Fahren. Klapper, klapper, klapper. Also langsam werde ich mit dem kleinen Rahmen hier warm, ey. Vielleicht beim neuen doch erst bestellen sollen. Hier, kaputte Bremse, die nicht funktioniert. Vorne wäre das natürlich jetzt auch ein Spaß gewesen. Geil, sowas zum frühen Morgen. Das macht Bock. Alleine dafür hat sich schon gelohnt, hierher zu fahren jetzt. Ich muss sagen, es hat mir jetzt mehr Bock gemacht als der ganze Tag gestern in Stromberg. Irgendwie stehe ich immer noch mehr auf so den naturbelassenen Kram. Können Sie jetzt gut dranbleiben, oder? Ja, ich hab gedacht, das langsam mal. Nee. Ich habe jetzt nicht gepusht, bin einfach mein Tempo gefahren. Immer extra ein paar Meter. Weil ich komme irgendwie nicht drauf klar, wenn ich am Hinterrad hänge von einem und die Linie nicht sehe. Das ist eigentlich gut so.
Okay. Hier ist der Baum, den ich mal eingefädelt habe. Boah. Okay, also hier in dem technischen, steilen, merkt man doch den kurzen Radstand. Das ist dann nicht so geil. Das war gerade doch so ein Aha-Moment für mich. Mit dem kurzen Bike hier. Ja. Also da fand ich es ein bisschen sketchy. Teilweise. Wie dann doch der Hinterbau da irgendwie so komisch rumgeeiert ist. Aber hat trotzdem Bock gemacht. Das ist ja jetzt hier auch mal ausprobieren. Dann ziehe ich meine Aussage von vorhin zurück, dass ich doch vielleicht ein S-Rahmen bestellt hätte sollen. Nein, M ist schon gut. Auch der bisschen die Laufruhe und den längeren Radstand. Wobei mir aber auch hier das Stamper-Setup hinten nicht so gefällt. Ich weiß nicht, ob da noch ein Spacer drin ist. Ich habe keine Erinnerung mehr, ob wir hinten Spacer ausgebaut haben oder nicht. Aber ich habe halt noch gut 20% Federweg übrig. Ich habe gestern Abend noch mal Luft rausgelassen. Ich habe hier auf jeden Fall über 30% Sack. Und Rebound ist schon auf komplett slow gestellt. Kicken tut's null, also. Naja, ist egal. Ist nur noch heute. Dann gebe ich es zurück. Mach's natürlich vorher nochmal sauber, check's nochmal. Das ist ja selbstverständlich. Schlechte Linienwahl, wieder von mir. So. Ich komme irgendwie gerade gar nichts hier klar. Irgendwie. Jetzt hier war es nicht richtig. Oder ich bin erschöpft. Dafür, dass du es langsamer angehen wolltest, kam ich nicht dran. So, ich habe jetzt nochmal High Speed Compression ein bisschen softer gedreht. Sieht doch wieder besser an. Ja, dafür benutze ich halt mehr Federweg, ach was weiß ich, Fahrwerk-Setup. Nicht so meins. Aber machen wir jetzt Unterschied, das ist gut. Da vorne wird echt schneller. Lässt es ganz schön fliegen. Seitdem du das Fahrwerk hast, fährst du schneller. Ja, weiß nicht, ob das gut ist. So. Das war der Plan. Das ist der andere Plan-Trail hier. Wir haben schon Pläne gemacht, was wir nach diesem Trail fahren, aber wir haben diesen Trail noch gar nicht umgesetzt. Deswegen wieder die Verwirrung, was machen wir jetzt genau und fahren einfach irgendwas. Es ist verwirrend, ja, ich verstehe es selber nicht, aber passt schon. Puh.
Das ist die Stelle, die du nicht fährst, kommt da vorne. Das sind so zwei Wege. Ja, ja, ich fahre mal links. Ich schaue mir jetzt erstmal an. Und dann schaltet an. Bitte? Warte, ich nehme nochmal Anlauf. Ja. Ja, einfach. Auch nur Kopf sagen. Eben, ich finde es eigentlich nur oben den Einstieg, weil der. Der Auslauf ist so knapp. Ja, habe ich gedacht, aber man fährt ja schräg. Ja. Der Einstieg finde ich schlimm, weil rechts ein Stein ist, der so ein bisschen aussieht, als würde er gleich ein Schaltwerk abreißen. Ja. Oh, das habe ich natürlich hier angehalten, weil du was gerufen hast. Alter, ist das hier ausgewaschen? Länger nicht mehr hier, ey. Ja, geil. Boah, der lässt sich gut fahren heute. Geil. So gut bin ich schon noch nie runtergekommen. Uah. Da hat mich rausgetragen gerade. Ich infahren sollte. Jetzt kommt Gegenanstieg. Ja. Überlebt. Ihr könnt jetzt unten bleiben oder hochfahren. Oh, wie es hier grün ist, geil. Genau, also jetzt eigentlich so die perfekte Zeit dann auch hier für aufzuhören. Bevor hier zu viel Traffic losgeht. Okay, hier ist dann. Wenn man nicht mehr einfach draufhalten kann. Oh. Mit dem Fahrwerk-Setup. Also kann man schon, ist aber dann unangenehm.
Oh ja. Jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Das liegt nicht satt. Da fühlt sich meins besser an. Auto. Ah, das Ding war mir gemerkt, als du schneller geworden bist. Hinten hinter Bau war. Nein, nicht gesprungen. Es hat sich einfach unharmonisch zu vorne angefühlt. Vorne fand ich es jetzt gut eigentlich. Aber hinten hat dann irgendwie nicht dazu gepasst. Ich weiß nicht, ob es zu schnell ist oder einfach unharmonisch. Egal. Ja. Hier hat das kleine Rad natürlich wieder seine Vorteile. Sehr geil. Noch eine. Und noch eine, dann war's das. Boah, geht das mit dem kleinen Rad gut? War auf jeden Fall eine schöne Sonntagsmorgensrunde, oder? War super. Kaum Verkehr, gutes Wetter. Nicht so heiß. Top Trails. So muss es sein. Bis zur nächsten Tour.